Hallihallo ihr Lieben und willkommen zurück im kaputten Elysium. Hier ist alles im Eimer, um es mal schön auszudrücken. Und wir werden jetzt irgendwie versuchen, wieder in diese Zeitmaschine zu kommen, um hier irgendwie wieder wegzukommen. Wir haben in der letzten Folge Goal getroffen. Hi. Ausreden, beziehungsweise aussprechen werden wir uns später. Oder auch nicht. Ist das dein Ernst? Wie hatte... Das ist das Einzige, was diesen Turm noch zusammenhält. Ich kann kaum hinsehen, aber immer noch besser als runtergucken. Ding Dong, aufwachen! Was? Wo? Huch? Ja, genau. Huch, wie in... Huch! Das ist jetzt aber nicht die richtige Zeit für ein Nickerchen. Moment mal. Du hast doch den halben Turm zum Einsturz gebracht. Die Hälfte? Den Bärenanteil? Ach, was rede ich? Den Löwenanteil? Rar. Kannst du zur Zeitmaschine klettern? Zeitmaschine? Das wäre dann wohl hier. Aber Zeitmaschine? Ich erklär's dir später. Erst einmal müssen wir hier weg und du gehst vor. Na gut, ich versuch's. Gut sieht das aus. Du hast dich fit gehalten. Ich mag sogar die neue Frisur. Bisschen kurz, aber... Apropos halten. Wie wäre es, wenn du die Fresse halten würdest? Und pampiger bist du auch geworden. Alles klar bei dir? Ja, super. Meine Heimat ist zerstört, die meisten meiner Freunde sind tot oder verschüttet. Und jetzt hängt auch noch dieser Kackhaken fest. Warte, ich helf dir. Ob das eine gute Idee ist, ich bezweifle es. Drei? Was hast du vor? Na was schon? Zwei? Stopp! Nicht! Zweieinhalb? Du wirst uns noch umbringen! Ach, jetzt bin ich durcheinander geraten. Ah, ist auch egal. Eins! Das war erniedrigend. Ich hab nichts gesehen. Ehrlich. Das Piercing ist neu, oder? Ach, das war ein Piercing? Themenwechsel, okay? Wenn's sein muss. Was stehen wir als nächstes an? Ich versuche noch immer, die Armaturen zu verstehen. Irgendwo muss es eine Funktion geben, die uns zurückbringt. Zurück? Ist doch Blödsinn. Wir haben eine Zeitmaschine. Wir können überall hin. Hier zum Beispiel. Nicht? Du weißt doch gar nicht, was... Weg da! So geht das. Ganz smooth. Wie ein Adler. Oh, das sollte keine Anspielung sein. Ich hab's ja eh nicht gesehen. Was ist hier wohl los? Jetzt aber! Das ist Elysium! Zumindest die unteren Schleusen. Und deutlich weniger zerschmettert als gerade eben noch. Zeitmaschine also, ha? Huh? Meiner Einschätzung nach sind wir etwa in derselben Zeit gelandet, zu der wir vorhin losgereist sind. Ein Tag mehr oder weniger. Ich weiß, welcher Tag das hier ist. Das da oben sind meine Koffer. Es ist der Tag, an dem ich mit Cletus nach Deponia ging. Ja! Auf dieser Reise wirst du mich kennenlernen und zusammen retten wir dann Deponia. Um dich anschließend selbstverliebt in den Tod zu stürzen. Mein Gott, willst du mir das jetzt ewig aufs Brot schmieren? Das ist nun mal geschehen. Eigentlich ist es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geschehen. Ja, wird geschehen sein. Die Sache ist doch, es ist Schnee von gestern. Du meinst von morgen? Ein alter Hut. Ein neuer Hut. Langsam gehst du mir echt auf den Sack. Warte mal, heißt das, wir können es noch ändern? Könntet ihr bitte aufhören, das Zeitkontinuum zerstören zu wollen? Mit jeder Sekunde, die wir uns hier aufhalten, richten wir mehr Schaden an. Wir müssen zurück in unsere Zeiten. Ohne mich. Ich dachte, meine Zeit sei abgelaufen. Nun kann ich sie mir zurückholen. Goal, nicht! Goal! Himmel, Herbert, noch eins! Sie hat die Zeitmaschine gestohlen! Wie sollen wir denn jemals hier wegkommen? Wegkommen? Wozu? Wir sind auf Elysium. Und eine Goal gibt es hier auch? Ich habe es endlich geschafft. Aber die Zukunft! Ach, nun lass mich doch mal mit deiner bescheuerten Zukunft zufrieden. Du hast doch gesehen, was für ein Drecksladen das ist. Und glaub mir,
Es wird nicht besser. Später gibt es noch nukleare Winter, Fuelocks, Schnurrbärte. Moment. Sagte sie nicht, dass du dich in den Tod gestürzt hast? Ach ja, ich muss es irgendwie überlebt haben. Ich erinnere mich deutlich daran, alt und verbraucht gewesen zu sein. Furchtbar. Keine Ahnung, wie du das aushältst. Kann es sein, dass... Nein. Oder? Kann es etwa sein, dass... Ne. Ich habe mir oft genug den Kopf für den Rest der Welt zerbrochen. Es wird Zeit für mein Happy End. Ja, das haben sich viele, viele Fans auch gedacht, glaube ich. Und anscheinend... Also, hat er nochmal eine Möglichkeit, eins zu bekommen. Ob es eins gibt, weiß ich natürlich noch nicht. Aber ich rechne irgendwie damit. Rufknopf, Rohre. Du Armer, meine Sensoren konnten dich nicht identifizieren. Falls du ein Gehirnimplantat hast, komm bitte ein Stückchen näher. Falls nicht, zieh deine Chipkarte nochmal durchs Lesegerät. Und falls du gar kein Elysianer bist... Fahr zur Hölle! Hölle, schanke denn! Gibt es Probleme? Okay. Gastfreundschaft geht anders. Sie lassen mich nicht rein. Umso besser. Wir haben ohnehin schon genug Schaden angerichtet. Da kennst du mich aber schlecht. Ich meine ja nur, du wirst doch später einmal die Welt retten, richtig? Da wäre es doch ungünstig, wenn man dich vorher über Bord werfen würde. Ist dein Glas eigentlich jemals halb voll? Was denn jetzt? Das ist bestimmt die Security. Schnell, versteck dich! Ich kann nichts machen, nur mal so erwähnt, nebenbei. Trödel nicht so. Wenn wir erst einmal verheiratet sind... Moment. Wo ist Frau Kinkel? Und was ist das für Gepäck? Tja, Überraschung. Ich habe Frau Kinkel überredet, dass ich dich an ihrer Stadt nach Deponia begleite. Was? Bist du von Sinnen? Dein Vater wird das nie zulassen. Mein Vater muss davon nichts erfahren. Also, was sagst du? Ich sage... Niemals. Ach nein? Es mag ja sein, dass du Paps um den Finger wickeln konntest. Aber nur weil er einer Verlobung zustimmt, heißt das noch lange nicht, dass ich einwilligen muss. Das sind die Waffen der Frau. Das ist Erpressung. Nenn es, wie du willst. Aber wenn du mich nicht mitnimmst, kannst du meine Hand anhalten, bis du schwarz wirst. Unmöglich. Diese Reise nach Deponia ist kein Badeausflug. Ich habe einen wichtigen Inspektionsauftrag. Oh, ich habe Precious Badeanzug vergessen. Ich sagte kein Badeausflug. Außerdem habe ich dir schon 1000 Mal gesagt, dass du diese niedrige Lebensform nicht Precious nennen sollst. Wie denn dann? Princess? Oh oh. Nein. Mindy? Nein. Candy? Auf keinen Fall. Nancy? Oh nein. Komm, einen haben wir noch. Lady? Bloß nicht. Nichts von alledem. Er heißt Poisonius. Immerhin ist er ein hochgiftiger Pestspeichel-Varan. Ein Schlag mit dieser genoppten, glitschigen Zunge und zack. Könnte glatt einen Elefanten umhauen. Und trotzdem nimmst du ihn mit nach Deponia und nicht mich. Glaub mir, da unten gibt es weitaus gefährlichere Dinge. Bazillen, Strahlung, Tetanus. Und kein Gegengift Elysiums hilft gegen eine deponianische Wundbrandentzündung. Apropos, habe ich überhaupt das Gegengift für Poisonius Pestspeichel eingepackt? Tada! Siehst du? Ich kann da unten sehr nützlich werden. Indem du ungefragt meine Sachen mit dir rumschleppst? Für eine Reise nach Deponia muss alles sicher verstaut sein. Die Wege da unten sind mit Gefahren gepflastert. Schrottlawinen. Schrapnellstürme. Aufständische Deponianer. Hör endlich mit deinen dödeligen Deponianern auf. Diese Geschichten sind nichts weiter als Cocktailparty-Geschwätz. Und meine Inspektion wird genau das beweisen. Aber was ist mit den Lichtern, die man nachts sieht? Die stammen vom Organon. Sollen Ulysses' Mann die Sprengung des Planeten etwa im Dunkeln vorbereiten? Die fallen doch über ihre eigenen Füße. Ich bin trotzdem skeptisch. Mein Reisebericht wird dich schon überzeugen. Dich, den Ältestenrat und alle anderen.
Diese Gerüchte sind nur Auswüchse allgemeiner Beunruhigung. Ich meine, wir sprengen unseren Heimatplaneten, um Elysium quer durch den Kosmos nach Utopia zu schleudern. Wer wäre da nicht ein bisschen nervös? Mag sein, aber... Genug gearbeitet. Fang! Pack das weg. Das heißt also, ich komme mit? Bitte, Cletus. Darf ich mit? Jetzt nervt sie ihn die ganze Zeit. Warum sollte ich dich mitnehmen? Damit du noch mehr Chaos hervorrufen kannst? Schau nur, wie du das Gegengift da reingestopft hast. Welche Tasche ist das überhaupt? Die mit den Rattenfallen. Rattenfallen? Oh, Frauen, da unten lebt nichts mehr. Nicht mal eine Ratte? Nein. Aber Mäuse doch wohl. Ich hab nichts dabei. Auch nicht. Hör auf abzulenken. Das Gegengift gehört natürlich in den Apothekenbeutel. Schon allein deshalb, weil es diese heftigen Flatulenzen erzeugt. Pfui. Das musst du gerade sagen. Hä? Hä? Was? Ach, ist ja egal. Und wenn du mitkommen willst, zieh dir festere Schuhe an. Das heißt, du nimmst mich also doch mit? Oh, Cletus. Vielleicht bist du ja doch nicht das selbstverliebte Scheusal, für das dich jeder hält. Doch. Ja, diese niederen Chargen haben einfach keinen Sinn für Perfektion. Ich bin gleich wieder da. Ach, das werde ich noch bereuen. Wenn sie nur nicht so heiß wäre. Verlobt mit der Tochter des Oberkontrollrats. Ach, Cletus, du bist schon ein Fuchs. Ja, mir fallen da andere Begriffe ein. Cletus, dieser vermaledeite Schmierlappen. Zum Beispiel. Wenn ich dafür sorge, dass er diesmal ohne Goal nach Deponia reist, bleibt es hoffentlich bei diesem kurzen Cameo-Auftritt. Wissenswert wäre, wie komme ich unentdeckt an ihm vorbei? Okay, wir können hier runter. Wir haben das Gepäck. Cletus und wir haben Rohre. Poisonius befreien. Boah! Hey, stopp! Komm zurück, du pandemisches Pestgetier! Gut. Von hier aus komme ich da nicht ran. Aha, da haben wir ja das Dingsi, mit dem man Bumsi-Dinge tun kann. Ein Bastler sieht sowas auf Anhieb. Achso, Bumsi-Dinge. Ich verstehe. Ach, die ID-Karte. Von hier aus komme ich da nicht ran. Uah. Wenn ich dafür sorge, dass er diesmal wissenswert wäre. Okay. Ich habe es einmal auf Linksklick und einmal Rechtsklick versucht. Ach, ich kann auch wieder hier hingehen, okay. Hast du eine neue Yoga-Übung erfunden? Ich stecke fest. Kein Problem, das haben wir gleich. Dann kommt er wahrscheinlich gleich da oben irgendwo wieder raus. Hier so? Nicht? Okay. Sobald Cletus seinen Hintern rausstreckt, offenbart sich seine wahre Identität. Von hier aus komme ich da nicht ran. Okay. Meine Sensoren konnten dich nicht identifizieren. Bitte gib deine ID-Karte rein. Was soll das denn jetzt? Okay. Ach, ich habe noch das Gegengift hier. Oh, das ist noch ein Laserpointer. Richten Sie bitte Ihre Aufmerksamkeit auf dieses interessante Detail.
ich verstehe. Reicht's aber. Ach so, ich verstehe. Komm her. Aber es muss ja noch eine andere Möglichkeit geben. Verlassen. Komm, Pussy, 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 Pussy. Also jetzt kommt er zumindest nicht mehr hier raus. Böser Pestspeichel war ran. Und hier kommt er nicht durch. Warum ist er jetzt da? Achso. Bei Fuß, du Kröte. Okay. Gleich wird Papa ungemütlich. Aber die Tür kriege ich ja nicht auf. Das reicht's aber. Nee, das bringt nichts. Okay. Komm her. Aber wenn ich jetzt die Tür wieder, dann geht die zu, ne? Okay. Komm, Pussy, 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 Pussy. Böser Pestspeichel war ran. Ja, jetzt komme ich da aber nicht durch. Bei Fuß, du Kröte. Gleich wird Papa ungemütlich. So. Jetzt reicht's aber. Nee, genau das darf ich nicht machen. Komm her. Aber das darf ich machen. So, okay. Komm, Pussy, 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 Pussy. Ach, dieser imbezile Dummfrosch. Ausstopfen wäre noch zu gut für ihn. Was denn? Au! Haut! Igitt! Was war das nun schon wieder für ein Ungetüm? Ja, ist auf einmal so... Ja, wie ist mir denn? Wir gehen erstmal hin und geben ihm das Medikament. Würde ich mal behaupten. Hier, nimm das, dann geht's dir gleich besser. Du bist ein guter Mensch. Oje, was ist denn nun los? Aufhören! Bitte aufhören! Haben wir ihn jetzt gleich betäubt? Aufhören! Bitte aufhören! Oh. Was denn jetzt noch? Oha, das Hochboot kommt. Jetzt heißt es, sich sputen. Aufhören! Bitte aufhören! Von hier aus komme ich da nicht ran. Aufhören! Bitte aufhören! Na komm schon, jetzt kommen wir doch bestimmt rein. Was treibst du hier? Wer? Ich? Ja, natürlich du. Oder siehst du hier noch jemanden, der hier nicht hin... Stillgestanden. Oberkontrollrad an Deck. Lassen Sie gut sein, Argus. Ulysses. Herr Inspektor, darf ich erfahren, was hier vor sich geht? Tja, wenn ich es wüsste. Lassen Sie das Gestammel und machen Sie sich gerade. Ich dachte, wir hätten besprochen, dass alles bereit ist. Sobald ich ankomme. Das ist es auch. Bislang hatte ich den Eindruck, Sie seien ein zuverlässiger Mann, Cletus. Tun Sie sich einen Gefallen und zerstören Sie diesen Eindruck nicht. Sie wissen, die Hand meiner Tochter ist an Bedingungen geknüpft. Der Ältestenrat darf nie erfahren, dass Deponia bewohnt ist. Wo ist zum Beispiel Ihre Begleitung? Sie wollen sie mir noch vorstellen? Ach, meine Assistentin. Sie hatte noch was vergessen. Sie wissen ja, wie Frauen sind.
Vergessen? Himmel, Klitus. Ich dachte, sie hat ein Gehirnimplantat. Sie haben für sie gebürgt, aber eingeweiht ist sie doch bereits, oder? Oh, ja, selbstverständlich. Komplett instruiert. Alles Paletti. Kein Grund zur Veranlassung. Hoffentlich. Argus, sorgen Sie dafür, dass die Assistentin die Aufstiegscodes ins Implantat geladen bekommt. Sehr wohl, Herr Oberkontrollrat. Und haben Sie ein Auge auf den Zivilisten? Ich gehe nun duschen. Es wird wirklich Zeit, dass dieser Drecksplanet endlich gesprengt wird. Rühren! Boah, das war laut. Was ist los, Cletus? Sie wirken nervös. Nervös ist gar kein Ausdruck. Gold stimmt der Verlobung nur zu, wenn sie mich begleiten darf. Nicht mal verlobt und schon unter dem Pantoffel. Ach, und das finden Sie lustig? Warum nicht? Sie werden es ihr ja hoffentlich wieder austreiben. Sie kennen sie nicht. Herrschaftszeiten, Cletus! Ulysses wird uns beiden... Ulysses darf nichts davon erfahren. Goal muss nur in ihrer Kabine bleiben. Solange sie keinen Deponianer zu Gesicht bekommt, ist alles in Ordnung. Es gefällt mir trotzdem nicht. Und wenn sie beim Überspielen der Aufstiegscodes ein Backup ihrer Erinnerungen machen, so könnten wir ihre Erinnerung bei Bedarf einfach wieder zurücksetzen. Später. Ein Backup von ihrer Bewusstseinsdatasette. Und von den Aufstiegscodes. Ja, das könnte funktionieren. Eine Woche da unten und schon stinkt alles nach Kot. Zum Glück ist bald Schluss damit. Und Goal kann auf einem saubereren Planeten leben. Ich hoffe, sie ist zu Hause. Kot finde ich jetzt aber schon ein bisschen herzlos. Die Lautlosen sind nun mal die Schlimmsten, na und? Okay. In der nächsten Folge werden wir uns dann dieses Terminal hier auf Elysium anschauen, denn wir sind jetzt in einem, man glaubt es nicht, aber in einem funktionstüchtigen und schönen Elysium angekommen. Auch wenn natürlich Utopia das eigentliche Ziel ist. Aber das alles kennen wir bereits aus den Vorgeschichten. Ich höre auf zu reden und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.